Auch die Erde schreibt Tagebuch. Wenn man ihre Sprache versteht, kann man es lesen. Sie schreibt darin über eine wechselvolle Klimageschichte. Eine Geschichte, die, wie es scheint, erneut an einem Wendepunkt steht. Was bedeutet der Klimawandel für die Welt von morgen? Und was müssen wir tun, um das Klimasystem der Erde zu verstehen? Man muss in Regionen forschen, die rau sind und atemberaubend schön, die unendlich weit weg zu sein scheinen und trotzdem das Klima unseres Planeten prägen. Man muss die Erde von der Atmosphäre bis zur Tiefsee ergründen, muss Gletscher erforschen, das Meereis, die Küsten, den Ozean, die riesigen Permafrostregionen der Nordhalbkugel. Man muss die gigantischen Strömungssysteme der Atmosphäre und der Weltmeere verstehen, den Kohlenstoffkreislauf der Erde, die Vielfalt im Meer. Die Komplexität eines blauen Planeten, auf dem alles mit allem zusammenhängt. Man muss Daten über lange Zeiträume erheben, um eine kurzfristige Schwankung von einem langfristigen Trend unterscheiden zu können. Man braucht Menschen, die gut ausgebildet sind, die bereit sind, auch unter extremen Bedingungen wissenschaftlich zu arbeiten. Mit Ausdauer und Präzision. Die Messsysteme entwickeln, die 24 Stunden am Tag Daten erheben, 365 Tage im Jahr. Die mit moderner Analytik alte und neue Rätsel der Erde lösen, im Mikrokosmos und in ganz großer Dimension. Man braucht Menschen, die diese Komplexität der Welt in Algorithmen und mathematische Modelle übersetzen können. Man braucht Technik, die unter Kälte und Druck nicht versagt. Man braucht Spezialisten für Eis und Meer, für Nordsee und Küsten, für gefrorenes Land, für Expeditionen in die entferntesten Ecken der Welt. Die Hand in Hand arbeiten. Über Disziplinen hinwegdenken und dabei den Dingen auf den Grund gehen. Man braucht ein Gefühl für die Grenzen des Möglichen und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein gutes Zusammenspiel von Logistik und Forschung. Man muss manchmal 3 Kilometer tief ins Eis bohren, um die Klimageschichte der Erde zurück in die Gegenwart zu holen oder in mehreren tausend Metern Wassertiefe Sediment vom Meeresgrund holen, um im Schlamm der Erde zu lesen. Man braucht einen Forschungseisbrecher, der regelmäßig zwischen Arktis und Antarktis pendelt, der Jahr für Jahr Hunderte von Wissenschaftlern aus aller Welt in die Polarmeere bringt und der im Eismeer problemlos überwintern kann. Man braucht Flugzeuge, mit denen die chemische Zusammensetzung der Luft genauso vermessen werden kann wie die Dicke von Meereis. Man braucht eine Forschungsstation in der Antarktis, in der Menschen überwintern und forschen können, obwohl sie 8 Monate lang weder per Schiff noch per Flugzeug erreichbar sind. Man braucht auch ein Netzwerk an guten Partnern, zum Beispiel auf 79 Grad Nord, in einem Dorf, das nur für die Wissenschaft existiert. Ohne Teamwork geht nichts in der Meeres-, Polar- und Klimaforschung. Man braucht Satelliten im Weltall,
Taucher im Eismeer. Perfekte Ausrüstung für die Kälte polarer Winter. Man braucht aber auch ein Bewusstsein dafür, dass die Aufgabe gewaltig ist. Ein großes Rätsel, über das wir täglich mehr lernen und dieses Wissen auch weitergeben. Die Entschlüsselung verlangt nach weltweiter Kooperation, nach viel Erfahrung und Faszination. Für das Eis und das Meer. Das alles braucht man, um das Klimasystem der Erde zu verstehen. Um den Menschen möglichst zuverlässig sagen zu können, wie sie die Welt durch ihr Handeln verändern und in welchem Klima sie morgen leben werden.